Hallo Fischis, willkommen wieder bei einer neuen Folge von Der Mann. Da haben wir gekämpft mit ihr, oder? Meine Pokémon sind ziemlich erschöpft auf ins nächste Pokécenter. Irgendwo gibt's Stralili. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich jetzt wieder jetzt gefangen habe, aber ich glaube nicht. Deswegen. Ich wollte ihn gerade fangen und ich habe ihn einfach umgebracht. Goku ist zu stark. Kann man nichts machen. Das bedeutet, egal, jetzt erstmal kämpfen. Los, lass uns kämpfen. Hey, hey. Der Sieg wird allerdings an mich gehen. Wir werden sehen, wer siegt. Shinux! Pedro Shinux. Angriff von Goku sinkt. Egal. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das bringt sich nichts. Dann machen wir das da. Und jetzt machen wir noch mal Kratzer. Und erledigt. Du bist echt krass. Jo, kann man nichts machen. Hey du. Hallo. Manche Pokémon erscheinen nur morgens, andere hingegen sind man nur nachts. Ich werde einfach so lange hier warten, bis ich jedes einzelne gesehen habe. Und wir haben einen Trank gefunden. Ich möchte eigentlich einen Stralili fangen. Bis ich die anderen Pokémon habe, die ich haben möchte. Aber irgendwie kommt sie nicht raus. Normalerweise erscheint sie öfter. Aber ja, heute hat sie einfach keine Lust. Goku hat Level 9 erreicht und hat Verhörner gelernt. Hey Shira, wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Echt so viele oder wohl eher so wenige? Ich denke, du solltest ein paar mehr fangen. Eine große Anzahl an Pokémon zu trainieren ist sicher eine große Herausforderung. Aber es lohnt sich, denn je mehr Pokémon du hast, desto glücklicher wirst du. In Jubelstadt gibt es übrigens eine Trainerschule, da solltest du mal vorbeischauen. Mir ist vorhin auch schon dorthin aufgebrochen. Dann mal weiterhin viel Erfolg mit dem Pokédex, man sieht sich. Tschüss! Okay. Ich hoffe, Stralili kommt. Bitte, 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 bitte. Warum kommt eigentlich immer nur Shinux? Egal. Besiegen wir Shinux. Geht ein bisschen
nach unten. Weil es dort. Weil Stralili dort viel öfter kommt. Und. Der Dach. Jetzt Level 7 erreicht. Na, immer wie Pizza. Ich hoffe, ich bringe ihn jetzt nicht aus Versehen um. Okay, mit Scheinung könnte es funktionieren. Okay, okay, das reicht schon. Wir haben jetzt Pizza. So. Da steht alles. Typ normal, Größe 0,5. Gewicht 20 Kilo. Pizza hat Nerven wie Drahtseile und lässt sich durch nichts erschüttern. Es ist agiler, als es scheint. Nö. Trotzdem ist es kein Stralili. So, Glut. Und dann Kratzer. Okay. Das bedeutet, ich muss ganz nach unten gehen, um Stralili zu finden. Wo ich schon da bin, gehe ich mal Pocket Center. Hallo. Heil mal meine Pokémon. Dankeschön. Okay. Das ist doch ein Pokédex, stimmt's? Dann wirst du dich wohl bald auf die Suche nach den unterschiedlichen Pokémon begeben. Du bist ein Glückspilz. Ich glaube, mit denen habe ich schon geredet, wie ich mich erinnere. Also, los geht's auf die Suche nach Stralili. Und sie ist einfach klar, oh mein Gott. Okay, wisst ihr was, ich setze sofort ein Pokéball, weil das ist nur 3 Level. Wenn ich es angreife, ist sie tot. Achso, warte mal. Außer ich nehme Bilderzahl. Geil, das ist auch nur 3 Level. Angriff sinkt, egal. Da. Mann, hör auf, die ganze Heule einzusetzen. Als ob. Nein.
Junge, das bewegt sich in Millimeter, Leute, was soll das? Bitte schein noch so, töte sie nicht, okay? Ich liebe dich. Bleib drinnen, Herz. Jetzt haben wir eine Strahl-Lili. Ihr werde ich auf jeden Fall einen Namen geben. Typ normal Flug, Größe 0,3. Oh mein Gott, die ist süß. Gewicht 2 Kilo. Ja. Und zwar nennen wir sie, weil sie Strahl-Lili heißt, Lili. Okay, jetzt können wir wieder gehen und unsere Pokémon heilen. Okay. Da und dann nehmen wir ihn. Hä, warum ist der Box 14? Da. Geben es dahin. Genau. Jetzt können wir zur Jubelstadt, wollte ich sagen. Wie ich weiß, ist schon der erste Arena bei Jubelstadt. Und es müsste ja, es müsste Stein sein. Also Gestein. Das heißt, ich brauche entweder einen Wasser-Pokémon. Kampf. Ich weiß, Pflanze geht auch. Leider habe ich, wenn schon, nur einen Kampf-Pokémon. Willst du mich veräppeln? Ich habe vorhin die ganze Nacht gesucht und bist nicht gekommen und dachte so, jetzt auf einmal kommst du, wo ich einen Strahl-Lili gefangen habe. Ich raste gleich aus. Okay, geh mal. Was ist da? Jubelstadt. Stadt der Freude. Ja, Stadt der Freude und Zusammenkunft. Ich dachte, da steht, was das ist. Hallo? Hallo Trainer, wenn du mit deiner Weisheit mal am Ende bist und nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann sprich mit den Leuten, quatsch mit dem, den du siehst, reise, wohin dich deine Beine tragen, denn so wirst du immer wieder Neues erfahren und es werden sich dir neue Wege auftun. Okay. Haben wir was gelernt? Pokémon sind tiefgründige, geheimnisvolle Geschöpfe, doch die Trainer scheinen in erster Linie nur ans Kämpfen zu denken. Ich glaube, das hängt vom Trainer ab. Ich liebe meine Pokémon-Zimmer. Wusstest du eigentlich schon, dass sich manche Pokémon-Arten entwickeln, nachdem sie durch Kämpfe stärker geworden sind? Außerdem kann sich durch die Entwicklung auch ihr Aussehen völlig verändern. Ja, das wusste ich.
Der Umstand, dass Pokémon zur Entwicklung fähig sind, macht sie so geheimnisvoll. Ja. Na gut, Fisches, vergiss nicht zu abonnieren, falls unsere Videos gefallen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.